Hallo, ich bin Josi, unabhängige Sensibrennerin, und heute möchte ich euch die 5 Düfte zeigen, die es nicht in meine Duftlampe Frühling Sommer 2024 schaffen werden. Ja, ich habe sie hier als Tester, ich habe sie auch nicht als Bar zu Hause, deswegen so. Wir fangen mit dem einen an, den habe ich 2 Jahre gedüftet. Und dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ich ihn nicht in der Lampe ist. Mac ist Flash. Mac ist Flash, ich liebe ihn. Aber dieses Jahr, nee. Eine Melone, ein frischer, kühlender Duft. Super schön. Aber dieses Jahr, ich habe genug gedüftet. Dieses Jahr ist er nicht dabei. Bora Bora Plossen. Ein schöner, blumiger Duft, so ein bisschen Wicke drinne, sommerlich, leicht, ein leichter Duft, zwei Jahre gedüftet, dieses Jahr Bora Bora Plossen, auch nicht. Dann hatte ich lange ein paar bisschen aufgebraucht hatte, Hawaii Hula. Ein hawaiianischer, ich sag mal, tropischer Duft, Ananas und so weiter drin, da ich auch nicht so Ananas freue, aber Hawaii Hula hat es dieses Jahr auch nicht geschafft. Auch nicht geschafft, seit 3 Jahren Folgen noch nie gedüftet. Jetzt auch weiterhin so bleiben, ihr werdet es nicht so richtig sehen. Cinnamon Vanilla. Ein zimtiger Duft im Sommer mit einer leichten Vanille. Nee. Würzig brauche ich nicht. Und guter Schluss. Ich liebe ja Kokosnuss, aber diesmal nicht. Coconut auf Coconut. Das ist cremige Kokosnuss, hat so einen leicht Touch, finde ich persönlich. Erinnert mich an Kokosöl. Ja, Coconut auf Coconut hat dieses Jahr auch nicht geschafft. Also, das waren meine 5 Düfte, die es dieses Jahr nicht geschafft hat. Und schreibt mal rein, welchen Duft ihr vielleicht dieses Jahr gar nicht düftet. Oder wo ihr sagt, nee, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Schreibt es in die Kommentare, freue ich mich drüber. Und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Schönen Tag wünsche ich dir. Mach's gut, eure Josi.